Wütende Landwirte. Aufgeheizte Stimmung. Irgendwann schickt Sau und uns reicht's jetzt. Ein aufgebrachter Mob setzt am Donnerstagabend Vizekanzler Robert Habeck auf einer Fähre fest. Das, was da passiert, das sind Leute, denen geht's nicht um die deutsche Landwirtschaft. Die haben feuchte Träume von Umstürzen. Bauern gehen auf die Barrikaden. Proteste zwischen Demonstration, Nötigung und Gewalt. Wir dürfen demonstrieren, jeder deutsche Bürger darf das. Ob das zu weit war, will ich dahingestellt sein. Ist es niemand zu Schaden gekommen? Die eigentliche Konkurrenz findet innerhalb der Landwirtschaft statt. Wofür die Landwirte demonstrieren, warum sie jetzt so aufgebracht sind und was die geplanten Beschlüsse der Regierung für uns alle bedeuten. Heute bei Das Thema, dein News der Hessenschau. Seit Wochen schon protestieren Landwirte in ganz Deutschland gegen angekündigte Sparpläne der Bundesregierung. Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer sollen gestrichen werden. Doch das geht Landwirten wie Max Balster absolut gegen den Strich. Er betreibt im osthessischen Künzell konventionellen Ackerbau mit einer Fläche von 250 Hektar und einem Pferdehof. Alles wird teurer, die Lebensunterhaltungskosten werden teurer und wir sollen wieder was zurückstecken. Uns wird quasi ein Monatsgehalt genommen, andere fordern ein Monatsgehalt mehr. Wir wollen nur die gleiche Zahlung haben wie vorher, um weiter leben zu können. Bislang erhalten forst- und landwirtschaftliche Betriebe wie seiner 21,48 Cent pro verbrauchten Liter Diesel vom Staat zurück. Die Einsparungen der Regierung würden ihn hart treffen. Bei unserem Betrieb sind das 5.000 bis 5.500 Euro, die uns da jährlich fehlen, wenn wir diese Steuerrückvergütung nicht bekommen. Und wir können das einfach nicht an den Landhandel oder an den Lebensmitteleinzelhandel weitergeben. Auch bei Biolandwirt Jürgen Müller aus Poppenhausen bei Fulda kommt der Sparplan gar nicht gut an. Er hat ausgerechnet, beim Wegfall der Subventionen würde für seinen 70-Hektar-Betrieb mehr Kosten von Minimum 3.000 Euro pro Jahr anfallen. Das kann man nicht verschmerzen, weil letztendlich es kommen ja immer mehr Auflagen oder die letzten Jahre sind ja immer mehr Auflagen, Vorschriften oder Bürokratie oder andere Sachen von Wolf bis sowieso, die auf die Landwirtschaft eintreffen, sage ich jetzt mal, oder auf die Höfe oder auf die Betriebe. Und die familiengeführter Betrieb irgendwann nicht mehr stemmen will oder frustriert ist oder keine Lust mehr auf sowas hat. Zudem gäbe es in der Landwirtschaft bisher gar keine Alternative für Dieselfahrzeuge. Er befürchtet, mit der internationalen Konkurrenz in Zukunft nicht mehr mithalten zu können. Wir haben ja dann immer noch den Nachteil gegenüber den anderen Ländern der EU, die den Diesel dann weiterhin vergünstigt bekommen. Und wir wollen ja eigentlich heimische Produkte fördern. Oder die Regionalität soll ja erhalten werden. Und das wird damit nicht getan. Die Angst der Bauern sei unbegründet. Die Situation der Landwirtschaft stabil und profitabel, schildert hingegen Agrarökonom Alfons Ballmann. Die jetzigen Pläne sind für die Landwirtschaft letztlich verschmerzbar. Es ist ein gewisser Einkommensverlust damit verbunden, aber er bewegt sich in einer Größenordnung von wahrscheinlich nur etwa 2-3% der durchschnittlichen Gewinne der letzten Jahre. Am Donnerstag reagiert die Bundesregierung tatsächlich auf die massiven Proteste der Bauern. Sie will die angekündigten Kürzungen zurücknehmen, zumindest teilweise. Die Steuerbegünstigungen sollen nicht sofort, sondern in mehreren Schritten auslaufen. Das solle den betroffenen Unternehmen mehr Zeit zur Anpassung geben, so die Bundesregierung. Im Jahr 2024 reduziert sich der Entlastungssatz um 40%, in den Jahren 2025 um 30% und 2026 nochmal um 30%. Damit fallen die Subventionen komplett weg. Auch eine Kfz-Steuer wird nicht fällig. Der Bauernverband hält das allerdings für unzureichend. Wir sehen es sicherlich so, dass das schon der erste Schritt in die richtige Richtung ist. Aber wir hatten ja von Anfang an gesagt, dass beide Steuererhöhungen und nichts anderes ist es ja, sowohl bei der Kfz-Steuerbefreiung als auch bei der Mineralölsteuer, also diese beide Steuererhöhungen, beide weg müssen. Man muss eins sehen, es gibt viele Mitbewerber um uns herum, also Landwirte in anderen Ländern Europas, die schon jetzt deutlich größere Vergünstigungen haben. Die Franzosen zum Beispiel fahren ohne Mineralölsteuer ihre Schlepper. Und da sind wir eigentlich schon raus aus dem Wettbewerb. Und das würde jetzt noch mal zu einer Verschlechterung führen. Der Verband fordert, die Regierung müsse mit den Landwirten sprechen. Denn auch beim aktuellen Kompromiss seien sie nicht eingebunden gewesen.
Donnerstagabend spitzt sich die Situation zu. Eine weitere Eskalationsstufe scheint erreicht. Mehr als 100 Landwirte in Schleswig-Holstein passen Vizekanzler Robert Habeck bei seiner Rückkehr aus dem Urlaub ab und hindern ihn, an Land zu gehen. Er muss umdrehen. Was sagen Sie denn zu den Forderungen der Landwirte? Herr Habeck? Die waren noch fast gut, ne? Ja. Gut, dann bitte ich das auch zu akzeptieren. Gemeinschaft sind wir stark, hat es bewiesen, was wir bewirken können. Ob jetzt die einzelne Ausführung der Aktion ist fraglich. Ich tendenziell fand es eigentlich gut. Ich wäre mit aus Burg gegangen, um mit Habeck zu sprechen. Robert Habeck hat mit dazu beigetragen, dass diese ursprünglichen Kürzungsbeschlüsse jetzt korrigiert wurden. Dass beispielsweise die Kfz-Steuerbefreiung vollumfänglich so bleibt. Umso absurder, dass nun gerade er da angegriffen wird. Das ist ein absolutes No-Go. Das geht überhaupt nicht, dass man Personen, Politiker angreift, nötig, dass man die im privaten Umfeld belästigt. Ganz klare Aussage vom Bauernverband und auch von mir als Präsidenten, das geht überhaupt nicht. Das war auch keine Aktion, die vom Bauernverband vorbereitet worden ist. Auf unserem Hessenschau-Instagram-Kanal wird hitzig über die Proteste der Landwirte diskutiert. Die Bauern haben gezeigt, wie es geht. Das Ergebnis ist nichts als ein fauler Kompromissversuch. Man sollte an dem Plan festhalten und bundesweit am 8.1. mal die Arbeit niederlegen. Hatte ich anfangs eindeutig Verständnis für die Proteste, hatte sich mit dieser Entscheidung in Luft aufgelöst. Diese entlarvende Inakzeptanz des Kompromisses zeigt, dass es den Protestierenden nie wirklich um eine gangbare Lösung ging. Mit Recht, es gibt andere Sparmöglichkeiten. Wenn die Bauern auch noch ruiniert werden wie die Bevölkerung, dann kann der Staat die Kartoffeln im Kanzleramt anbauen. Die Verbraucher müssen sich keine großen Sorgen machen. Wir bewegen uns mit Blick auf diese jetzigen Kürzungen im Prozent- oder Promillebereich der Produktionskosten. Die Landwirte aber sehen nach wie vor ihre Zukunft bedroht. Ich sehe es durch die Politik als schwieriger, meinen Traumberuf weiter ausüben zu können. Wir werden wahrscheinlich so lange auf die Straße gehen, bis das gestrichen ist, was wir eingefordert haben in Berlin. Ab Montag wollen die Landwirte deutschlandweit Protestfahrten durchführen. Was meint ihr? Sind die Demonstrationen berechtigt oder gehen die Aktionen zu weit? Schreibt es in die Kommentare und lasst uns gerne ein Like da.